Mann. Alles lief anders als geplant. Im letzten Video habe ich ja noch gesagt, Alden, ja, wenn du dann ins nächste gehst, haben wir natürlich schon wunderbare Geräte und können hier Silage machen wie Gott in Frankreich. Aber nee, nix ist. Absolute Katastrophe, ich sage dir, absolute Katastrophe. Die Aufträge im Game machen mich fertig. Katastrophe. Ich stehe hier schön mit drei wunderbaren Aufträgen. Und die wunderbaren Aufträge wollte ich schön der Reihe nach machen. Erstmal die beiden kleinen Aufträge, damit da ordentlich Cash reinkommt. Und dann wiederum mit dem Cash der letzten beiden kleinen Aufträge mir den schönen Schmetterlings-Mähdrescher holen und damit den großen Auftrag machen. Jawollo! Katastrophe. Die ganze Silagenballen von den kleinen Aufträgen sind alle in den großen Auftrag geflossen. Alles der gleiche Abgabepunkt, alles ist im großen Auftrag drin. Ich muss jetzt mit dem kleinen Traktor, mit den kleinen Gerätschaften das Riesenfeld beackern, damit da was rumkommt. Also, was habe ich gemacht? Hab auf dem Acker angefangen, schon mal ein bisschen was noch an Cash gemacht, beziehungsweise die ersten Aufträge schon mal wieder weiter, weiter fortschreiten lassen. Das ist aber einfach zu langsam gewesen. Ich musste mir das Schmetterlingsteil ausleihen, hab jetzt damit angefangen zu mähen. Das Teil ist viel zu groß für meinen kleinen Traktor. Dann war der Traktor mittlerweile so dermaßen durch, dass ich wieder 10.000 ausgeben musste für die Reparatur. Es ist momentan der absolute Wurm drin. Ich würde sagen, wir brettern schnell zum Feld 71 und gucken uns das Desaster erstmal an. Mann, das war aber auch was, ne? Mann. Ja, der Stream ging ziemlich lange. Wenn du nächste Mal Bock hast, dabei zu sein, dienstags, donnerstags und sonntags meistens nach Russian Fishing 4, also 19 Uhr geht's los mit dem Stream und danach so gegen 21 Uhr spätestens geht es rein in den LS22 und dann irgendwann natürlich auch in den LS25, wenn er rauskommt, gibt's natürlich, ja, dann Vollgas und rein ins Game, ne? Kein Halten mehr. So, ich fange jetzt hier wieder an. Ich mähe hier erstmal noch ein paar Bahnen. Denn ich habe gerade gesehen, wenn ich jetzt hier nochmal wieder auflade, dann ist das gar nicht so nice. So, das kommt auch noch dran. Denn ich kriege da hinten jetzt, glaube ich, einen ganzen Anhänger voll, kriege ich nochmal mit. Wir brauchen allerdings, ich werde, glaube ich, jetzt mal so 3, 7, 14, 21, ja, ich mähe jetzt nochmal 3 Bahnen. Pro Bahn bekomme ich ungefähr, ich hoffe, das ist auch noch so, 3, weil das jetzt hier ein bisschen kürzer ist, bekomme ich 7 Silageballen raus. Das ist schon mal richtig, richtig cool. Riesennachteil. Ich habe natürlich für die gesamten Geräte, die ich hier wunderbar nutze, und so wollte ich es ja auch haben. Das ist ja hier mein Ziel gewesen. Ich habe zu wenig PS-Alden und keiner sagt mir das. Doch, ich glaube, die Martina hat das gesagt, ne? Ich glaube, die Martina hat sowas gesagt von wegen... So ungefähr klang das. Tja, jetzt ist natürlich die große Frage. Warte mal, wie machen wir das? Erstmal runter hier damit. Steuerung X, alles ausklappen. Aber nicht alles verwenden. Das war übrigens auch ein guter Tipp. Habe ich das hintere dran? Ja. Vom Fakesy noch. Denn man kann ja so, man kann ja nochmal mit gedrückter rechter Maustaste, gedrückte linke Maustaste, das nochmal weiter ausfahren. Das heißt, wir sind nochmal breiter. Und wenn ich jetzt die gerade nochmal kurz reinschaue, genau, jetzt habe ich nämlich die kompletten 10 Meter, wenn wir das hier komplett ausfahren. Und jetzt ist es wichtig, ich kann aufgrund der mangelnden PS der Maschine hier nicht alles gleichzeitig verwenden. Das heißt, ich fahre jetzt hier runter, senken, aktivieren. Und jetzt fahren wir hier runter die Bahn und hoch, bergauf gleich, fahre ich diese Mittelspur gleich ab, nur mit dem vorderen Teil. Es ist ein bisschen Geraffel, es ist auch alles noch nicht Gold, was glänzt, aber es ist momentan der einzige Weg, wie ich so ein gewaltiges
71er Feld hier komplett runtermähen kann. Und oh boy, ihr seht, was hier rauskommt. Also das ist schon ziemlich geil. So viele Silagedinger. Und wir haben ja hier noch ein bisschen was vor uns. Also ich denke mal, da sind noch, ja, ich habe keine Ahnung wie viel. Aber das waren jetzt hier, das war bestimmt eine gute Stunde. Da sind noch 2 Stunden drin, auf jeden Fall. Das werde ich jetzt hier schön alles durchbreddern, Stück für Stück. Alles schön abmähen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das dann am Ende hier aussieht. So, jetzt heißt es Stopp. Heben. Ausmachen. Wechsel nach vorne. Aktivieren. Wir müssen mal eben wenden. Und das ist eigentlich, das ist gar nicht so schlimm. Also ich muss sagen, klar wäre es natürlich schön, wenn das alles in einem geht. Und ist auch gar nicht so tragisch, wie gesagt, wenn das gar nicht jetzt so in einem Rutsch geht. Das passt schon irgendwie alles. So, das Senken. Zack, wieder ab in die Bahn. Und jetzt mäht er genauso in der Breite hier drüber. Aber natürlich auch wieder deutlich langsamer. Ja, aber es geht. Also so bergauf ist das schon durchaus machbar. Jetzt ziehe ich hier einfach die Bahn durch. Und dann werde ich hier nachher schön die ganzen, die Silage hier natürlich noch einsammeln mit dem Ballen, mit der Ballenmaschine, mit der Fast Bale. Und dann haben wir es. Das wird noch ein bisschen was an Geraffel. Aber ich glaube, das geht so im Großen und Ganzen. Und ja, danach müssen wir gucken, wie viel Cash ist jetzt dabei rumgekommen. Ich war bei 64.000, musste Geld ausgeben, musste Leihgebühren zahlen und so weiter und so weiter. Ich habe jetzt Reparatur zahlen müssen. Nochmal 10.000 noch was. Also momentan ist es wirklich, wirklich schwierig. Heben. Ausmachen. Halt nicht so weit hier. So. Dann wieder ab auf die Line. Dann der Wechsel nach hinten. Aktivieren. Senken. Weiterfahren. Ich finde es gar nicht so schlimm. Also wirklich nicht. Kann man machen. Klar. In einem durch wäre schöner. Aber es passt doch. So. Wir ziehen jetzt hier erstmal weiter durch. Eine nach der anderen. Und ich würde sagen, gleich, wenn es dann ans nächste Ballenpressen geht, dann schalten wir wieder ein. Denn das hier wird noch ein bisschen dauern. Mann, 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 das ist mal ein gewaltiges Feld. Lecco mio. Krass. Aber es ist geschafft. Jetzt heißt es hier mit der Fast Bale eine Line nach der anderen wegziehen. Und das ist gar nicht so mies. Also auch das wieder. Ja, das sind viele Linien, die man hier jetzt gleich wegschnieft. Aber guckt dir das mal an, das läuft einfach sensationell. Die Maschine war teuer, ist teuer. 110.000 ist jetzt nicht so ein Schnäppchen, aber sie lohnt sich, weil die Taktung hier ist sensationell. Ne? Wir ziehen hier die ganze Zeit während des Fahrens und während des Wickelns schön in so eine Vorkammer, schön das Gras rein. Jetzt ist es gleich bei 85, zack, 90, 100%. Das kommt jetzt hinten in die Kammer rein, vorne wird weitergeladen. Und hinten, zack, ist es jetzt voll. Jetzt wird es gewickelt. Es ist so nice. Ich ziehe jetzt hier quasi pro Bahn, sollten so um die 7 Ballen rauskommen, wenn das noch weiter so geht. Das ist halt richtig, richtig nice. Also, komplette Fast Bale Action.
zack, das nächste Ding, es wird gewickelt. Auch das mega cool. Sehr, sehr, sehr nice gemacht. War gut, ey. Und dann wird das hier abgeladen, das Ding. Plöpp. Ist das nice. Und in der Zwischenzeit lädt sich dann quasi schon das nächste Teil. Ist der Hammer, oder? Also ohne Scheiß, das Teil hat sich mega gelohnt. Das ist mein eigenes, voll gut. Gekauft und angewendet. Was hier natürlich jetzt noch ein bisschen der Knackpunkt ist, muss man sagen, die Maschine ist am Limit. Also wahrscheinlich könnte ich auch ein bisschen schneller fahren, aber so viel schneller geht es glaube ich auch nicht, weil das Gerät muss ja auch hinterherkommen. Aber ja, ich brauche mehr PS. Und deswegen überlege ich, ob ich, also meine Überlegung war ja zuletzt, mir das erste eigene Grundstück zu holen. Ich denke, es geht als erstes in Richtung eines neuen Schleppers. Und wenn dann hier der neue Traktor steht, dann geht es in Richtung von eigenem Land. Eigene Felder und so weiter, dann geht es weiter. Weil vorher macht das keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Aber es ist so krass hier. Jetzt geht es ein bisschen bergauf, vielleicht sogar noch ein bisschen langsamer. Ja, na, aber doch so 6, 7 fährt er konstant durch, 8 sogar. Na guck. Also, auch hier ziehe ich jetzt weiter durch. Wird ein bisschen dauern. Wird auf jeden Fall noch länger dauern. Und danach alles einsammeln. Auch da schalte ich dann wieder ein. Ne? Und dann gucken wir mal, was da jetzt an Cash rumkommt. Der Auftrag, das Ganze, es sind 3 Aufträge noch offen. Das habe ich mir alles anders vorgestellt. Aber wir werden das schon irgendwie geschaukelt kriegen. Irgendwie wird da natürlich auch genug Kohle bei rumkommen. Und ich hoffe, es bleibt auch noch genug Kohle übrig, um mal so in Richtung, naja, vielleicht dann im nächsten Monat neue Angebote vielleicht. Wir hatten heute im Livestream, hatten wir schon nachgeguckt, im nächsten Monat vielleicht kommen wieder neue Angebote rein. Sonderangebote sozusagen vom Händler. Und da sind dann vielleicht Traktoren bei. Vielleicht ist ja mal ein schöner Traktor dabei, der sich lohnt. Und dann wird er reingecashed. So, jetzt ziehen wir hier erstmal wieder durch. Und dann schalte ich gleich wieder ein, wenn wir so kurz vor Ende sind, beziehungsweise wenn dann aufgeladen wird. Mann, also ohne Witz, ne? Ich weiß nicht, ob ich so schnell noch solche Aufträge hier mache. Ich meine, irgendwann muss es ja, ne? Das ist ja das Schöne. Es lohnt sich ja. Und man ist ja die ganze Zeit so schön dabei und dann kann man hin und her brettern hier. Und man hat schön einen Ball nach dem anderen, den man hier rauspresst. Ist ja irgendwie ganz nice, ne? Aber das ist auch lang. Leck, oh funny, Alter. Das waren jetzt mal eben locker nochmal 2 Stunden obendrauf. Und das ist einfach auch viel, viel, viel Zeit, die einfach da mal so eben ins Land zieht. Mann, krasses Dingen. Also dieser Auftrag hier, warte mal, 99%. Das letzte Ei, das legen wir hier noch. Und dann haben wir es hier aber auch. Das ist einfach krass. Das ist einfach krass. Haben wir es? 100%, da ist es. So, abgelegt. Wir gucken mal eben. 159 Ballen gepresst heute. 159 Ballen. Die müssten jetzt noch wegtransportiert werden. Ich sag dir das, Mignon. Die können hier nicht liegen bleiben. Wäre das mein eigener Acker, würde das Zeug hier liegen bleiben, bis ich das direkt verkaufen kann. Aber das sind ja hier jetzt gerade Aufträge.
Und weil das ja ein Auftrag ist, können wir das direkt in Cash umwandeln. Und ich würde sagen, zwei Wagenlieferungen müssen wir auf jeden Fall noch wegfahren, bis wir dann irgendwann in den Plusbereich kommen und richtig Cash machen. Und ja, ich denke, da wird auch tatsächlich einiges an Cash rumkommen. Also schnell rein hier. Aufladen. Ich fange da hinten an. Die liegen da schon die ganze Zeit. Die sind schon bald gar. So, runter damit. Das ist ja das Nice, ne? Einfach jetzt hier schön eine Bahn nach der anderen. Es sieht ja witzig aus. Es sieht einfach auch aus wie in echt. Wenn du so mit der Straße, wenn du so lang fährst und dann siehst du da überall die Ballen rumliegen. Ist schon witzig. Finde ich schon nice. Ich habe mich ja bewusst für die Schwarzen entschieden. Sieht einfach so auf Masse ganz nice aus. Häufig siehst du ja eher so die weißen Dingers. Aber so ist das doch schon richtig, richtig cool. Und jetzt laden wir hier schön die ganzen Ballen erstmal auf. Und dann bin ich natürlich gespannt. Zum einen, wie lange das dauern wird. Und zum anderen, wie viele Karren ich voll machen muss. Mann, Mann. Ja. Da wäre das auch noch fast hier zum Unfall gekommen. So, die erste Karre ist voll. Ich bretter los. Wir müssen damit komplett... Wait a minute. Muss ich damit zu Vieh? Ja klar, ich muss damit zum Viehladen alles abliefern. Und ich bin gespannt, bei wie viel Prozent wir jetzt landen. Mann. Monsteraufträge, aber auch Monster-Einnahmen. Das ist die letzte Fuhre. 94.000. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Plus die Aufträge, die jetzt natürlich auch noch abgeschlossen werden müssen. Aber ich sage dir, ne? Nie wieder mehrfach Aufträge annehmen. Gerade wenn da so ein Riesenauftrag bei ist. Lieber nacheinander annehmen. Das geht ja mal gar nicht. So, ein bisschen Umweltstrafe hatten wir nochmal. 10.000 obendrauf. Jetzt heißt es, abgeben der Aufträge. Das wollte ich als erstes. Das wollte ich als zweites abgeben. Und das damit dann finanzieren. Und nächste Mal nehme ich erst diese beiden an. Schließe die dann auch ab. Und dann geht es in so einen großen Auftrag. Und dann überlege ich mir auch noch zweimal, ob ich da wirklich reingehe oder nicht. Das war schon heftig, heftig, heftig. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Ja, das Dingen kann ich dann noch entfernen. Abbrechen. Ja, abbrechen. Und abschließen. Jawollo. Damit sind alle Aufträge erledigt. Ah, es war eine Qual. Jetzt muss ich gleich noch den Schmetterlingsmäher wegbringen. Alles schön fein säuberlich wieder sauber machen. Und dann haben wir es geschafft. 136.000, das ist verdammt gut Cash. Und jetzt hole ich mir tatsächlich doch noch nicht das Schmetterlingsmähwerk für 75.000. Denn es macht tatsächlich Sinn, in den nächsten Monat zu gehen und gucken, ob es nicht hier unter den Angeboten... Oh, der ist frisch reingekommen. Aber der ist so billig. Aber der ist 50%. Aber der ist zu wenig. Nein, ich brauche einen mit mehr PS. Nein, was ist das für ein kleines Ding? Ja, Mann, ich brauche einen neuen Traktor. Kann ich den pimpen? Nee. Aber ihr seht, genau das will ich, ey. Mal mit anderem Design. Egal. Schnickschnack. Ja, ich brauche einen neuen Traktor. Ich brauche mehr PS. Also eine gute Maschine, die halt auch richtig
was wegzieht. Denn mit den ganzen großen Geräten jetzt hier komme ich sonst nicht weiter. Ich mache jetzt demnächst dann immer noch natürlich kleinere Aufträge. Ich kann hervorragend düngen. Ich kann hervorragend Silageballen aufträgisch oder ich kann die sehr gut machen für kleinere Felder. Dafür reicht es. Und damit spare ich jetzt auf den nächsten besseren Traktor. Den hier kann ich ja auch noch verkaufen für ungefähr 70.000. Kann ich schon im Hinterkopf behalten. Also kriege ich da natürlich noch einiges an Cash zurück. Und damit geht es dann in die nächste neue Maschine. Wenn du einen Vorschlag hast für einen richtig schön stabilen Traktor, der aber auch natürlich finanzierbar sein muss. Also es geht hier jetzt nicht um das allergeilste Endgame-Gerät für eine halbe Million. Unrealistisch, sondern irgendwas, was so, naja, ich denke mal so um die 200.000, 300.000 kostet, das ist dann fair. So, vorne noch das Gerät aufladen und dann ab in die Base. Und das war's dann für heute. Langer, langer Auftrag. Dankeschön fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Und gucken, wie es dann weitergeht im nächsten Monat.